Sitzt sie ihm gegenüber, sieht ihm zu, wie er schreibt, langsam bedacht, setzt er seine Worte, dieser alte Mann, in Weisheit getragen. Sie möchte ihn gern fragen, wen diese Zeilen erreichen, was er zu sagen hat auf diesem weißen Blatt. Sie setzt sich zu ihm und spricht: Für wen ist das Gedicht? Und der alte Mann nimmt seine Feder aus der Hand. Ich schreibe an die Liebe, die ich nirgends fand. Suchte sie in Wolken, die schwer waren wie das Blei, in all den hehren Tönen und in der Malerei, in trüben Wintertagen, im schönsten Sonnenschein, war ich in ihrer Nähe, dann ließ sie mich allein. Von höchsten Bergen durchquerte jeden Fluss. Ich folgte jeder Weisheit und suchte sie im Kurs. Ich lernte alle Sprachen und kreiste oft die Welt, verkaufte meine Seele, erschlich sie mir mit Geld. Fragte die Kulturen, wie kann ich Liebe sehen? Was kann ich an mir ändern, um Liebe zu verstehen? Doch nirgends fand ich Klarheit, wo immer ich auch war. Und hab ich sie gelassen, war sie immer noch nicht da. Jetzt schreibe ich ihr persönlich, vielleicht erklärt sie sich, dem Mädchen flossen Tränen, dann sagt sie ihm, nimm mich. Ich war in keinen Wolken und malte nie ein Bild. Ich sprang von keinen Bergen und bin auch nicht gewillt. Ich habe keine Antwort und suche nicht nach ihr. Ich habe nichts erworben und schenke es dir. Ihre Hände sacht durchs weiße Haar. Sie blickt in seine Augen.
nur noch Hoffnung war. Sie löst sich von ihm ab, ein Lächeln im Gesicht. Ich danke dir, mein Freund, ich vergess dich nicht. Sie verschwunden, da war sein Atem tief, da stand auf seinem Blatt: Danke für den Brief.